Das ist das günstigste, smarteste und atemberaubendste Wohnbauprojekt, das die Welt so bislang noch nicht gesehen hat. Mir verschlägt es, seitdem wir hier in die Stadt gekommen sind, die Sprache. Atemberaubende Traumstrände reihen sich an grün bepflanzte Luxushotels mit Golfresorts und Hochgeschwindigkeitszügen. Es fühlt sich an, als wäre man in einer Stadt, in der man eigentlich nicht sein sollte. Alles für eine Traumoase, die das Leben in Südostasien revolutionieren sollte. Wie kann es also sein, dass 100 Milliarden Dollar in eine Stadt fließen, in der nahezu jeder Shop geschlossen ist, jede Straße wie leer gefegt und jede Mall verlassen ist? Wie kann es sein, dass hier einfach niemand leben will? Und warum wird alles dafür getan, dass hier um jeden Preis der Schein gewahrt wird? Je länger wir nach Antworten gesucht haben, desto mehr bröckelte die Fassade dieser konstruierten Traumwelt. Das ist keine Spielsimulation. Das ist echt. Das ist die Geisterstadt von Malaysia namens Forest City. Ich bin nach Malaysia geflogen, um herauszufinden, wie viel von dem wahr ist, was sie in Werbefilmen versprechen. Ich möchte die futuristischen Luxushotels, Strände und Ideen mit meinen eigenen Augen sehen und selber erleben, wie die Zukunft aussehen soll. 40 Kilometer entfernt vom Stadtkern Singapurs liegt also das milliardenschwere Immobilienprojekt Forest City. Schon von Weitem konnte man die bewachsenen Wohnhäuser sehen. Und nicht nur das. Jede Gelegenheit wird dafür genutzt, um die Stadt so grün wie möglich wirken zu lassen. Auf dem Weg rein in die Stadt begegneten uns vielleicht eine Handvoll Autos und das, was wir im Vorfeld über die Stadt und ihre Einwohner gehört haben, sollte sich bewahrheiten. Vorbei an Pools, die für Familien mit Kindern gemacht waren und solchen, die es einmal werden sollten. Rüber zu leergefegten Straßen, auf denen es sich beim Blick auf die Häuser so anfühlte, als ob alle Menschen die Stadt schlagartig verlassen hätten. Fast wie in einem Film. Niemand, bis auf eine Handvoll Arbeitern und Sicherheitsleuten. Und mitten im Traumparadies liegt eine ganz bestimmte Halle, die das Herzstück dieser Traumwelt bildet. Eine Halle namens Sales Art Gallery. Hier geht es darum, eigentlich die restlichen Wohnungen zu verkaufen. Es gibt Modelle, es ist riesengroß und alles super sauber, wie sonst auch alles hier. Aber es ist niemand da, der irgendwas kaufen will. Wir haben auf dem Weg hierhin 6, 7 Leute gesehen, aber hier ist nichts los. Gar nichts. Also wir haben hier vorne den Bereich Sales Gallery, da befinden wir uns gerade. Dann geht es hier weiter, das ist tatsächlich alles gebaut. Hier Successful Handover an den Hotelbesitzer. Da sind wir gerade einquartiert. Da unten ist der Pool, der existiert auch. Und dieser gesamte Rest, alles, was hier rüber geht, all das, dieses Gebäude, das noch mal viel höher ist als das Höchste, was jetzt gerade steht, das ist alles nicht gebaut. In dem Modell sind ganz viele Boote und Yachten eingezeichnet, weil man wahrscheinlich davon ausgegangen ist, dass wenn Leute hochpreisige Wohnungen kaufen, die auch irgendwelche Yachten oder teure Boote an der Küste entlang fahren. Aber davon haben wir bis dato noch nichts gesehen. Und an ganz vielen Häusern steht einfach dran, dass sie sold out sind. Was natürlich überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Also gar nicht. Eigentlich hört es sich zu schön an, um wahr zu sein. Glaubt man den Berichten von den Gründern von Forest City, entsteht im Süden Malaysias, in Blickweite von Singapur, eine smarte Oase, die weltweit seinesgleichen sucht. Schätzungsweise sollen durch die Stadt 220.000 neue Jobs geschaffen werden und über 700.000 Einwohner Platz finden. Das hat mit normalen Bauprojekten nichts mehr zu tun. Im Grunde kann man sagen, dass die Gründer von Forest City den Erfolg des Projektes auf 3 Säulen stützen. Zum einen geht es um günstige Immobilien. Und zwar so günstig, dass wenn man nur ansatzweise in Singapur arbeitet und lebt, nicht drum herum kommt, mindestens einmal drüber nachzudenken, nach Forest City zu ziehen. Nummer 2 heißt Sonderwirtschaftszone Iskandar oder einfacher Steueroase und bedeutet im Umkehrschluss, es werden Steuervergünstigungen geschaffen, um große Firmen und Menschen mit viel Geld anzulocken. Und zuletzt soll modernste Verkehrsinfrastruktur Forest City zum neuen Knotenpunkt machen, der den Transport von Menschen und Waren auf der gesamten Halbinsel vereinfacht. Und genau diese Infrastruktur, die mehrere hunderttausende Menschen davon überzeugen sollte, in die hypermoderne Stadt zu ziehen, beginnt im wahrsten Sinne des Wortes zu bröckeln. Forest City war quasi als Win-Win-Win-Situation gedacht. Die Stadt wird zu einer wirklichen Alternative zu den unfassbaren Mieten in Singapur. Malaysia bekommt ein Luxus-Aushängeschild und setzt mit dem Bauprojekt ein weltweites Statement. Und zu guter Letzt, China ist happy. Und der Grund dafür liegt eigentlich auf der Hand. Dazu aber gleich mehr. Man muss sich nur mal vorstellen, mit welcher Euphorie Menschen dort Wohnungen gekauft haben. In der Sales Gallery vor der Fotowand standen und dachten, sie hätten einen richtig guten Deal gemacht. Was dort in Forest City im großen Stil passiert, passiert in Deutschland bei uns genauso im Kleinen. Ich würde schätzen, bei ca. 80% von euch. Die meisten von euch zahlen nämlich viel zu viel für ihren Strom- und Gasvertrag und ärgern sich am Ende, weil sie das Geld an anderer Stelle viel besser gebrauchen könnten. Und damit das nie wieder passiert, gibt es Wechselpilot, den Partner des heutigen Videos. Wechselpilot ist
ist ein Premium-Wechselservice, der jedes Jahr für euch den besten und marktgerechtesten Strom- und Gastarif abschließt. Und das Beste, ohne dass ihr etwas dafür tun müsst. Wie viel ihr dabei einsparen könnt, findet ihr super easy mit dem Tarifrechner mit wenigen Klicks heraus. Dafür gebt ihr einfach eure Postleitzahl ein, mit wie vielen Leuten ihr im Haushalt lebt und wie viel ihr ungefähr verbraucht und Wechselpilot weiß direkt, welche Anbieter Strom und Gas zu euch nach Hause liefern. Auf Basis der Postleitzahl erkennt Wechselpilot dann euren Grundversorger. Wenn ihr es ganz genau wissen wollt, könnt ihr aus der Liste euren Versorger aussuchen und eure Konditionen eintragen. Die findet ihr in eurem Vertrag oder der letzten Abrechnung. Ihr bekommt jetzt immer eine Auswahl aus 3 neuen Tarifen, die besser sind als der aktuelle. Den Tarif, den die Wechselexperten auch selber wählen würden, eine grüne Alternative und den günstigsten. Ihr checkt die Tarife und entscheidet dann, was die beste Option für euch ist. Jetzt weiß Wechselpilot, was euch wichtig ist und optimiert anhand dieser Informationen jedes Jahr aufs Neue euren Vertrag, ohne dass ihr nur einen Finger krümmen müsst oder irgendein Formular auszufüllen. Und jeder weiß, keine Post ist gute Post. Und deswegen übernimmt Wechselpilot während der gesamten Vertragslaufzeit die Kommunikation mit eurem Versorger und steht euch als direkter Ansprechpartner für alle Fragen und Anliegen bereit. Von dem, was ihr spart, also nur das, was ihr weniger ausgebt, gehen 80% an euch und 20% für den Service an Wechselpilot. Das ist ziemlich fair. Es gibt nichts Nervigeres, als in einem vollkommen überteuerten Vertrag zu hängen und Monat für Monat dabei zusehen zu müssen, wie das Geld aus dem Fenster fliegt, obwohl man es eigentlich an anderer Stelle besser gebrauchen könnte. Checkt also jetzt den ersten Link in der Videobeschreibung aus und nutzt Code Dave für 20 Euro Rabatt auf euren nächsten Wechsel. Und ich rate euch, macht es wirklich, es wird wieder kälter, holt euch einen besseren Deal und geht dieses Thema einmal an und habt für immer Ruhe. Vielen Dank an Wechselpilot fürs Möglichmachen dieses Projektes und euch viel Spaß weiter mit dem Video. Aber um zu verstehen, warum dieses Megaprojekt immer mehr Risse bekommt, müssen wir einen Blick hinter die Fassade werfen. Denn hier geht es nicht nur um ein spaßiges Zukunftsprojekt von ein paar Menschen mit viel zu viel Geld. Forest City ist durchsetzt von Korruptionsvorwürfen, Umweltverstößen und dem Einfluss von einem der mächtigsten Länder der Welt, China. Durch die in 2006 extra eingerichtete Sonderwirtschaftszone Iskandar versuchte die malaysische Regierung, eine investorenfreundliche Zone zu errichten. Darunter fielen auch der Bau eines Unicampus, der Ausbau der nächstgrößeren Stadt Johor Bahru oder der Ausbau eines Containerhafens. Alles wurde darauf ausgerichtet, einen neuen Big Player neben Singapur aufzuziehen. Und Forest City sollte dafür das Aushängeschild werden. Doch die Firmen kamen nicht. Das hier hätte mal die Food Street sein sollen. So sieht das dann aus. Riesengeschäft. Leer, mit Baumaterialien drin. Und es modert. Es riecht überall schon etwas nass. Und dann konnten wir doch noch einen Shop finden, der geöffnet hatte. Hi. Okay, Einkaufsladen jetzt hier. Mit Gemüse, Getränken, bisschen Einrichtung. Da vorne sind auch Teller und so, Wasserkocher. Es scheint so, als wäre es der eine Laden, der überlebt hätte, weil er eben einfach alles hat. Und als wir gerade zahlen wollten, entdeckte der Shopbesitzer unsere Kamera. Ja. Yeah. Update. Ja. Yeah. Yes. Okay. Thank you. Bye bye. Die Leute finden das übelst nice, dass wir hier sind. Er hat gesagt, ja, wir als Chinesen, wir mögen das, uns Freunde zu machen und deswegen die beiden Drinks for free. Krank. Also ich fange an, das hier richtig zu mögen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich hier jemals hinziehen würde. Aber das ist schon cool. Die Zielgruppe von Forest City ist wirklich unübersehbar. Wegweiser, Speisekarten, Werbetafeln, egal wo man hinguckt, es ist alles auf Chinesisch. Und schaut man näher hin, wer hinter diesem Projekt die Fäden zieht, dann ist das nicht wirklich verwunderlich. Hinter all diesem Spektakel steht nämlich eine Firma namens Country Garden Holding. Chinas größte Baufirma und seit 15 Jahren in der Fortune Global 500 gelistet. Mit mehreren tausend Projekten in mehr als 300 chinesischen Städten dominiert die Holding mit 40 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz den gesamten chinesischen Bausektor. Genau diese Firma hält 60% am Projekt Forest City und hat somit die absolute Mehrheit, wenn es um wirklich wichtige Entscheidungen geht. Über Jahre hinweg bauten sich wegen Forest City immer mehr Spannungen zwischen Malaysia und Country Garden auf. 2018 knallte es schließlich. 70% der Vorverkäufe der Wohnungen wurden von Festlandchinesen getätigt und die Zahlen sanken nicht. Malaysias Sorge, es entstehe eine chinesische Enklave auf malaysischem Staatsgebiet, auf das Malaysia irgendwann keinen Einfluss mehr hat. Quasi eine Gated Community für Wirtschaft, Logistik und Tourismus. Also zog Malaysia die Handbremse und stoppte jegliche Verkäufe an ausländische Käufer.
Und nicht nur China hat wohl ein Interesse an dem Projekt. Je länger man sich mit Forest City beschäftigt, desto öfter taucht der Name Ibrahim Ismail von Johor auf. Der Sultan des Gebiets und einer der 9 traditionellen Monarchen Malaysias, der aber größtenteils eher durch kuriose Entscheidungen auffiel. Wie zum Beispiel die Verlegung des Wochenendes von Samstag und Sonntag auf Freitag und Samstag oder sich Wunschkennzeichen wie W1N für Win oder WWW1 für umgerechnet 100.000 Euro sichert. Und weil die meisten Reichen und mächtigen Menschen am liebsten noch mehr Macht und Reichtum haben wollen, entschied er sich, das Projekt, naja, sagen wir mal, zu fördern. Und das nicht zu knapp. Nicht besonders verwunderlich, wenn man bedenkt, dass er Mehrheitseigentümer der Firma Esplanade Danger 88 ist, welche die 40% an Forest City besitzt, die nicht zu Country Garden gehören. Man sagt über ihn, er sei der Schlüsselakteur, der dieses Projekt überhaupt erst möglich gemacht hat. Es wird von einer ungeschriebenen Regel berichtet, dass alle wichtigen Entscheidungen der stillschweigenden Zustimmung des Sultans bedürfen, als Teil einer unsichtbaren, aber unbitterlichen Machtstruktur. Ihm wurde vorgeworfen, Verfahren für Country Garden Holdings zu beschleunigen und wichtige Umwelttests zu verschleiern. Einfluss auf das Projekt zu nehmen. Und ja, das Projekt ist nicht fertig, aber es stehen einige Häuser. Und deswegen kommt die Frage auf, wie lebt man hier? Okay, hier geht's rein. Also zur rechten Seite haben wir ein Badezimmer. Strom ist abgestellt. Hier ein kleines Badezimmer, bodentiefe Dusche. Geht's hier weiter in den Wohnbereich eingerichtet. Pfusch, neue Samsung Waschmaschine, Küche ist drin. Kühlschrank, Fernseher hängt, Wohnbereich mit Sofa, Klimaanlage ist eingebaut. Also die Sachen sind voll ausgestattet. Dann geht's hier, ach du Scheiße, die Seite haben wir noch gar nicht gesehen. Dann geht's hier auf dem Balkon. Nicht nur stehen hier noch weitere Häuser, die mir noch gar nicht aufgefallen waren, sondern wir haben auch Aussicht auf das Labyrinth, das hier angelegt wurde. Einen riesen offenen Parkplatz. Ein Fußballstadion, 50 Meter Schwimmbecken, irgendwas, das aussieht wie ein Verwaltungsgebäude und einfach wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 riesige Wohngebäude. Großes Bett, Meerblick, auch wieder Klimaanlage. Und hier gibt es noch ein zweites Master Bedroom und wieder ein Balkon und wieder Meerblick. Krank. Die Frage, die sich nach diesen Bildern stellt, ist, warum will hier verdammt nochmal niemand leben? Die Mieten sind im Vergleich zu Singapur spottbillig, die Qualität top und die Lebensqualität könnte wirklich schlimmer sein. Nach ein bisschen Recherche wurde klar, dass es mehrere Gründe haben kann. Der Peak des Projektes sollte während der Jahre 2020 und 2021 sein. Die Corona-Pandemie erwischte auch Malaysia schwer und trug vermutlich dazu bei, dass viele Käufer absprangen und Investoren ihr Interesse zurückzogen. Gleichzeitig waren die Kosten für malaysische Bürger von Anfang an viel zu hoch. Forest City wurde also nur zu einer Alternative zu Singapur für die, die es sich eh schon leisten konnten. Dies waren offensichtlich größtenteils Festlandchinesen, die der malaysischen Regierung ein Dorn im Auge waren und bis heute sind. Zuletzt ist die versprochene Infrastruktur bei weitem nicht das, was in den Broschüren versprochen wurde. Marode Brücken, fehlende Hochgeschwindigkeitszüge und ein Verkehrsnetz, das nicht mit dem aus Singapur zu vergleichen ist. Forest City ist ein Schatten seiner selbst. Was bleibt also jetzt am Tagesende übrig? Irgendwie ein mulmiges Gefühl. Was ich erlebt habe, ist eine Stadt, die buchstäblich auf Sand gebaut wurde und von Beginn um jeden Preis zum Erfolg verdammt war. Die Messlatte wurde einfach unfassbar hochgelegt. Die Immobiliengesellschaft Country Garden ist bemüht, bei jeder Gelegenheit zu betonen, dass Forest City ein Projekt über 20 Jahre sei. Außerdem stünden weitere Festivals an und es gäbe viel mehr, auf das sich zu freuen gilt. Aber ich frage mich, für wen, wenn niemand dort leben will? Das krampfhafte Festhalten an der Idee von Forest City wirkt für mich eher wie ein Schauspiel, bei dem aber niemand im Publikum sitzt. Es ist völlig absurd. Und dieses Buffet beim Abendessen wirkt symptomatisch dafür. Es hat sich alles okay angefühlt, bis zu diesem Moment. Wir sind in dem einzigen Hotel, das wirklich geöffnet hat. Und es ist niemand beim Abendessen. Wir sind die absolut einzigen Gäste und hier steht ein Buffet. Im Prinzip ist dieses Buffet nur für uns. Und die Sachen sehen super gut aus. Da war noch kein Löffel drin. Das ist untouched. Das Einzige, was man hört, ist die Ventilatoren oben, die nicht ganz rund laufen. Zwei Angestellte hier mit uns und es sind, hi, 1000 Quadratmeter Speisesaal. Verrückt. Was am Ende bleibt, ist die Erkenntnis, dass man mit viel Geld scheinbar jede Traumwelt bauen kann. Was aber nicht bedeutet, dass diese Traumwelt automatisch irgendwen interessiert. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Wir sehen uns nächste Woche wieder.